ich da zurück, also ich stopp zurück. Wir werden uns heute noch, wir werden heute doch noch die Aussaat machen. Ich habe genug Material. Jetzt habe ich doch die Hacke wieder vergessen, ich Idiot. Ja, ist egal. Ich mache heute noch die Gartenhake und sehe schon mal, dass die paar Samen, die ich unterwegs aufgesammelt habe. Dann kann ich die morgen im Laufe des Tages ernten. Und der erste Schritt zur Autonomie in dieser Hinsicht, also mit der Nahrungsmittelbeschaffung, ist erreicht dann. Dafür muss ich mich ein wenig beeilen. Wir haben, wie gesagt, schon 20 Uhr. Aber das wird ohne Schwierigkeiten noch klappen. Mache ich die jetzt direkt neben das Haus? Nö, ne? Wo setze ich denn den, die paar Samen, die ich da habe, aus? Da mache ich den Notausgang. Dann setze ich die hier wohl aus. Normalerweise nehme ich für die Rasenmäherarbeit hier die Schaufel, weil die hat ein, meine ich jedenfalls, die hat eine größere Reichweite, aber weil ich die Schaufel noch nicht habe und die Gartenhake, die Hacke gerade erstmal wieder vernichtet habe durch Ein- und Ausloggen, muss ich mich mit der Gartenhake begnügen. So, jetzt haben wir Platz genug. Wie rum machen wir die Felder? Ich sag mal einfach ein bisschen so rum hin. Zum Haus lasse ich einen frei. Wenn die Zombies davor stehen, dann stehen sie wenigstens nicht in meinen Lebensmittel rum. So, hier anfange ich schön. Und rückwärts. So, ich mache gleich immer am Start ein paar mehr rein fürs Pflanzen, dann muss ich das nicht täglich machen. Also für die erste Zeit wird dieses kleine Stückchen Feld, was ich hier frei mache, reichen. Aber wenn wir dann in das eigene gebaute Haus umziehen, falls ich soweit noch komme, dann reicht mir das nicht mehr. Dann werde ich ein Feld anlegen. Also das hier ist noch ein ganz kleiner Garten. Und aber das wisst ihr ja selber, wie schnell das geht. Die war ja auch noch. Also ich mache die Felder meistens so groß, dass ich bei einer Ernte Kaffee ungefähr 250 Kaffeebohnen habe. Ich
später, jetzt noch nicht, klar. So, den Kaffee, das ist das, was mir richtig wichtig ist. Jetzt der Mais. So, jetzt sind wir fertig für heute. Ich werde noch wacker die Eingangstüren hier zumachen. Das ist das letzte Mal, dass wir so nackig sind. Mit der Tür jedenfalls. Habe ich noch irgendwo welche Woodframes? Ich glaube nicht, die habe ich wohl unterwegs wohl weggeschmissen. Aber ich habe noch zwei Klötze. Und kann damit schon mal arbeiten. Ich denke mal, einen muss ich mir noch. 15 Bretter da. Ist auch wieder ein Brett zu wenig. Na, ist egal, ich habe genug von den Baumklötzchen hier. Ich kann mir also auch ohne weiteres jetzt genug Woodframe machen. Für Nahrungsmittelbeschaffung. Moment, ich muss was essen. Schauen wir mal nach, was wir haben. Auch besser. Die Dosen aus der Feuerstelle nehmen können. Jetzt habe ich die noch da liegen. Und das ist nicht so gut. Mal gucken, Frame. Scheiben sind ganz. Da sind gar keine Scheiben, das ist auch gut. Hier nochmal welche vorpacken. Hier nochmal welche vorpacken, damit die uns nicht im Schlaf überraschen. So. Jetzt ist für heute alles erledigt. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Tag. Wir haben alles, was wir wollen. Wir haben jetzt 135 Wellness. Sind komplett angezogen. Das wird aber noch besser. Wir haben die ersten Eisengeräte, also selbst hergestelltes Gezehr. Da bin ich auch besonders immer wieder stolz drauf, wenn ich das schaffe. Die MacGyver-Rüstung müssen wir uns morgen machen. Aber die kriegen wir auch noch hin morgen. Das dürfte nicht das Problem sein. Ich räume noch ein, ja, genau hier auf, beziehungsweise ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns am dritten Tag wieder. Auf Wiedersehen.